Einen wunderschönen guten Morgen. Mittags, Mahlzeit, moin, seid ihr alle da? Ein bisschen Stimmung jetzt, Leute. Wir machen das wie im Privatfernsehen. Da gibt es mal einen mit einem Schild, der sagt halt Applaus. Machen wir einmal alle Applaus. Wir wollen Stimmung haben. Da ist er, unser Anheizer. Herzlich willkommen, Frank Dean Kempi. Wir freuen uns tierisch, hier dabei sein zu dürfen. Ich bin nichts von Chef hier oder so. Das macht unser lieber Markus, fehlt vor wen, die Ela, der Olli und die Jury. Und seid dabei, eine geile Aktion. Das erste Mal, dass wir sowas lostreten. Und ich bin mir sicher, das wird ein Riesenerfolg. Wir haben tolle Innovationen, tolle Gäste. Aber ihr haut rein. Applaus ist ein kurzer Applaus. Probiert das, der kürzeste Applaus der Welt. Ihr geht einmal jetzt klatschen. Aus! War schon zu lang. Geht so nicht. Haut rein, lasst es raus. Wenn ihr Fragen habt, machen wir es nachher noch. Viel Spaß bei der Show. Kommt drauf, ich will hier weg. Es geht schon mal hervorragend los. Vielen Dank, Tobi. Weil eigentlich sollte jetzt unsere PowerPoint losgehen, aber es funktioniert noch nicht so ganz. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Camperinnen und Camper, in wenigen Sekunden startet die Show Campfire der Ideen. Bitte bereiten Sie sich vor auf einen tobenden Applaus für unsere Gastgeber und die Erfinder des Campfire der Ideen, Ida und Olli von Vanriding zusammen mit Markus von Fan for Van. Wir wünschen viel Spaß bei der Show. Ihr seid alle da, ganz herzlich willkommen, das ist der Wahnsinn. Wir haben uns so in die Hosen gemacht, wie wir das Volk kriegen und ihr macht es möglich. Ganz herzlich willkommen, super, super cool. Hallo Stuttgart! Hallo, wie geht's euch? Ja, Leute, ich werde es jetzt so machen, ich werde es von hier unten moderieren, weil irgendwie funktioniert es noch nicht so ganz. Aber doch, jetzt haben wir es. Jetzt kann losgehen, Leute. Jawohl, also wir haben ja Anfang November noch recht kurzfristig unser Projekt Campfire der Ideen gestartet. Und im März, wir haben auch schon damit gerechnet, keine Ahnung, vielleicht werden es 5 oder 10 Ideen, die bei uns eingereicht werden. Und was soll man sagen, also die Community ist einfach der Hammer. Wir haben 32 Erfinderinnen und Erfinder gehabt, über 40 Ideen sind eingereicht worden. Das hat uns auch ein bisschen überrannt, muss man sagen, das hat ein paar Nachtschichten gekostet. Aber absolut genial, was ihr da abgeleistet habt. Bei der Online-Abstimmung über 5.500 Leute haben mitgemacht und haben für ihren Favoriten gestimmt. Danke dafür, absolut genial, ihr seid die Community. Ja, und von den 32 Erfinder und Erfinderinnen gab es einige Ideen, die eingereicht wurden, die sowohl für noch fehlende Lösungen oder schon Lösungen, die zu verbessern waren, sehr gut waren. Und alle konnten heute leider nicht kommen. Aber die, die da sind, die würden wir ganz herzlich begrüßen und ein herzliches Danke sagen. Steht doch mal auf, wenn ihr sitzt, weil sonst zeigt euch das. Winkt mal bitte für uns. Genau, das sind alles die Leute, die da. Großen Applaus. Mega, mega toll. Vielen, vielen Dank. Wir werden auf gleich mal kurz zurückkommen. Ja, wie ist das Ganze überhaupt abgelaufen? Wir haben, wie gesagt, das relativ spontan ins Leben gerufen. Wir haben dann über das Internet aufgerufen, zu sagen, schickt uns eure Ideen. Das habt ihr gemacht. Und dann waren wir zu feige, weil es waren so tolle Sachen, die da vorgestellt wurden, dass wir gesagt haben, oh nee, wir stimmen da auf gar keinen Fall ab, wer da auf die Bühne kommt, weil wir konnten leider nicht 30 Leute hier auf die Bühne holen, die pitchen. Und dann haben wir das einfach euch überlassen und haben das im Internet gemacht. Und dann standen unsere 3 Finalisten fest und die haben wir heute hier und die müssen heute pitchen. Und ganz ehrlich, wir sind hier keine Profis, wir haben sowas noch nie gemacht, so eine Bühnenshow, so live, keine Ahnung. Und auch unsere ganzen Pitcher, die jetzt gleich kommen, das sind Camper, wie du und ich, wie wir alle. Wir machen uns gerade ordentlich in die Hose, deswegen sind wir so auf euch angewiesen, ordentliche Unterstützung zu bekommen. Wenn wir den einen oder anderen Fehler machen, dann seht es uns nach. Aber diese Jungs, nachher gleich, die müssen pitchen. 3 Minuten lang haben sie Zeit, ihr Produkt, ihre Idee vorzustellen. Es geht nicht nur darum, bei den Investoren Geld zu holen. Darum geht es heute gar nicht unmittelbar, sondern es geht um Netzwerk. Es geht darum, wie kann ich groß werden, wie kann ich das skalieren, wie kann ich daraus ein Geschäft machen. Und die Jury, die hat dann nochmal 3 Minuten Zeit, um richtig harte Fragen zu stellen. Wir haben da richtig harte Brocken dabei heute. Das wird nicht einfach, das kann ich gleich sagen. Deswegen ist eure Unterstützung umso wichtiger.
Und das Geniale daran ist, dass der Gewinner dieser drei Finalisten heute, der diesen Pitch gewinnen wird, der gewinnt nächstes Jahr ein Messestativ auf der CMT. Und ich kann euch sagen, wenn du dich in der Industrie so umhörst, das ist wahnsinnig schwierig, hier noch einen Messestand zu bekommen, weil die Messe Gott sei Dank schon so voll ist. Insofern ist es ein Riesending. An der Stelle nochmal ganz herzlichen Dank an die CMT, dass ihr uns das möglich macht. Das ist irre. Und ich finde, das ist auch ein ganz großer Applaus wert. Vielen Dank, CMT. Aber das ist noch nicht alles. Wir haben ja heute Mentoren dabei, wir haben ganz viele Damen und Herren aus Social Media dabei, die immer wieder gerne über diese Sachen berichten werden. Und wir garantieren auf alle Fälle, dass wir das komplette Jahr diesen Gewinner begleiten werden und schauen werden, wie sich das alles entwickelt. Und obendrein setzt Nick und Flo auch noch eine Power-Session drauf. Und ich finde, das ist es auf alle Fälle wert. Hoffe ich zumindest. Ja. Und jetzt? Ja, nur zu der genialen Begleitung. Es ist so, es wird nicht nur von Markus, Fan von Wayne auf YouTube oder von uns auf Instagram, Van Riding quasi, begleitet, sondern wir haben uns noch eine coole Idee einfallen lassen. Und ich darf jetzt ganz herzlich den Tobi und den Sascha begrüßen. Ihr kennt sie, die beiden, Camper Tobi und Sascha von mir sind Camper, die das Ganze auch noch begleiten werden und unser Projekt unterstützen. Herzlich willkommen, ihr zwei. Schön, dass ihr da seid. Genau, die werden heute nicht entschimmeln, mitentscheiden. Und das bedeutet, die beiden bekommen eine Stimme, nachher für die Pitchenden. Aber wir haben natürlich eine harte Jury. Und da möchte ich jetzt das erste Jurymitglied vorstellen. Es wird heute mit ihm Beinhart, denn er ist ein super Geschäftsmann. Er ist der Geschäftsführer der CF-Firmengruppe, für uns alle bekannt als SCA, das ist eine Marke von Ihnen. Damit statten Sie wahrscheinlich, wenn uns selber sagen können, mehr als 50% der Aufstelldächer des ganzen Marktes aus. Und deswegen mit einem Riesenapplaus begrüßen unseren heute Wirtschaftsexperten auf der Bühne, einen unserer Juristen, Maximilian Bayer. Max, komm hoch, herzlich willkommen bei uns. Vielen, vielen Dank, Max. Du kannst dir hier gleich ein Mikrofon schnappen. Kannst dich hier erstmal gemütlich machen, ne? Und dann geht's gleich los. Schön, dass du da bist. Ja, und ich habe das große Vergnügen, ich darf gleich Nummer zwei vorstellen in der Jury. Er ist nicht nur für die frische Luft in unseren schicken Camper zuständig mit seiner Marke AirTune. Nein, bei ihm ist es auch so, dass er Risiken eher als Chancen sieht und auf der Suche immer nach neuen Markt- und Produktideen ist. Alexander Schilling, komm bitte auf die Bühne. Das Mikrofon teilen, aber ich mach dir keine Sorgen, du kriegst nicht nur hinein. Herzlich willkommen. Dankeschön. So, und dann kommen wir auch zu dem letzten und dritten Mitglied unserer hochkarätigen Jury. Er ist ein Macher, er ist ein Camper wie wir auch alle. Ich denke mal, also es wird wahrscheinlich kein Gadget geben, was irgendwie keiner in seinem Kastenwagen oder so hat. Er steht immer noch für Made in Germany, das meiste wird alles bei ihm selber produziert. Herzlich willkommen, komm auf die Bühne, Timo Maslow, Eigentümer der Still. Hey, hast du ein Fan mit dabei oder wie? Respekt, Respekt, wer cool, der Kosak war bei uns in München. Leute, jetzt wird's ernst. Das war jetzt alles nur vorgeprägt, ja? Jetzt wird's gleich richtig hart. Wir fangen an mit Pitch Nummer 1. Und wir haben es der Reihe nach aufgestellt. Au, ich krieg hier gerade einen Seitenhieb. Und zwar völlig zurecht. Voll vergessen. Ja, nee, ich war, das war meine Schuld, Entschuldigung. Weil der Timo. Timo, du wolltest ja eigentlich gar nicht in der Jury sein. Sondern du wolltest ja eigentlich teilnehmen. Oh. Aber wir haben dich ja überzeugt, doch in das Gremium dich zu begeben. Aber wir wollten dir trotzdem kurz mit deiner Idee die Möglichkeit geben. Ein, zwei kurze Sätze. Worum es geht. Okay. Ja, einfach die Gelegenheit geben. Ich hab da was dabei. Du hast was dabei. Ach, zufällig. Komisch. Und weg ist er. Das ist übrigens auch nochmal ganz wichtig für euch alle, denn wir haben versucht, alle Erfinderinnen und Erfinder hierher zu holen und ganz viele sind auch gekommen, haben wir ja gerade gesehen, das ist richtig klasse. Und wir können uns das nachher um 14 Uhr auch nochmal alles ansehen und zwar im Wohnzimmer von Bands of Friends in Halle 8 ist das, tatsächlich in Halle 8. Weil ich habe, glaube ich, irgendwo mal Halle 10 geschrieben, sorry dafür, aber es ist Halle 8 definitiv. Im Wohnzimmer von Bands of Friends und da werdet ihr alle antreffen können, da können wir miteinander reden und netzwerken. Und Timo, jetzt bist du bereit, oder?
Ich bin bereit. Perfekt, bitte. Gut, ist natürlich nur eine Semi-Überraschung. Mir wurde gesagt, ich darf das gerne im Dancing Fraktionszimmer um 14 Uhr nochmal vorführen, dass ich das jetzt auf der Bühne machen darf. Super, vielen Dank. Genau, ich bin ja selber Tüftler, Camper und was mir in letzter Zeit immer auffiel, ist, dass ich irgendwie ein Wasserproblem habe, zu wenig Wasser. Und darum wollte ich nur schon mal anteasern oder darf anteasern, dass wir dieses Jahr für sämtliche Markisen, egal ob Thule, Dometic oder Fiama, einen Regenwasserfang auf den Markt bringen werden, sodass ihr Regenwasser auffangen könnt durch eine Filteranlage in euren Tank und so eure Autarkie weiter verlängern könnt. Ja, das wäre mein Produkt, was ich eingereicht hatte. Und ja, würde mich freuen, wenn wir da dieses Jahr vielleicht noch ein paar Kunden von euch finden. Also, bringst du es eben ins Fernsehzimmer zur Abschlussverfahrt. Genau, wer Fragen hat, gerne dann nachher im Fernsehzimmer, stehe ich gerne zur Verfügung. Danke euch. Timo, danke. Super cool. Also, sorry, war jetzt mein Fehler hier im Regieplan, ne? Entschuldigung, Timo. Aber jetzt wird's wirklich ernst. Wo ist er denn? Ich glaube, ich sehe ihn. Doch, da läuft er schon. Ist er nervös? Er ist ein bisschen nervös. Es geht los. Ich will es gar nicht mehr lange auf die Folter spannen, euch alle mit dem ersten Pitch. Er wird jetzt 3 Minuten Zeit haben, mit einem Tonblender raus, meine Damen und Herren. Denn jetzt wird's ernst. Für die Marke Markise, Mirko Frank, herzlich willkommen. Das ist auch keine Markise, was wir hier haben. Nein, das ist schon mal ein Tisch für uns alle zusammen. Wir brauchen das. Sehr gut. Du darfst deine Sachen hier mitnehmen. Genau, wir haben auch eine kleine Präsentation im Hintergrund von dir. Und ich würde sagen, wenn du bereit bist, kann jemand von euch die erste Zeit mitstoppen, dass wir da 3 Minuten haben. Denn das ist uns ganz wichtig. Genau, du kriegst den Drücker von mir. Hier, bitteschön. Das sollte von da gehen. Genau, wenn du musst nach rechts drücken, um weiterzukommen. Genau. Wenn nicht, ist nicht schlimm. Wir sind alles Camper, wir helfen schon zusammen. Ich knie mich dahin. Na gut. Du hast jetzt 3 Minuten, wir werden ganz hart sein, wenn die 3 Minuten rum sind, dann cutten wir dich ab und dann kommst du ins Kreuzfeuer. Ich bin sehr erlaubt. Okay. Können wir loslegen? Bitte, deine Bühne. Viel Erfolg. Hallo Stuttgart. Also als erstes, der Künstler, vor Menschen sprechen, ist echt nicht meine Stärke, wir müssen da jetzt gemeinsam durch, okay? So, ich bin Mirko von Camp & Go und ich habe für uns Camper eine neuartige Markise erfunden. Erstmal ganz kurze Frage an euch alle. Vielleicht findet sich jemand in einem der nächsten 3 Probleme wieder. Wer kennt das? Es ist Wind, Markise nicht abgespannt und zack, knick, weg, kaputt. Zweitens, Regen, nachts, schläfst du im Camper, am nächsten Morgen stehst du auf, hat sich ein riesen Wassersack gebildet, Markise bricht zusammen. Oder drittens, ihr steht irgendwo, kriegt einfach kein Hering rein, Schotterplatz, betonierter Platz. Kennt das irgendjemand? Mal Handzeichen, ihr müsst mitmachen jetzt. So, danke. Ich kenne das auch und aus diesem Grund habe ich da eine einzigartige Markise erfunden. Klassische Markise kam für mich nicht in Frage, warum. Ich hatte keine Lust auf dieses Abspannen, auf diese Stützen und ich wollte auch nicht so einen hässlichen, großen, schweren Kasten anbieten. Das ist mein Fahrzeug, deswegen sollte da kein großer Kasten dran. Und ich denke, das ist nachvollziehbar. Ich dachte mir, dass mit den Markisen muss irgendwie besser gehen. Hier sieht man sie nochmal besser. Das ist sie, diese Markise. Und kaum 1,5 Jahre später war das dann auch schon fertig. Achtung, ich lege das Mikro weg jetzt. Das ist alles, was ihr quasi noch für diese Markise braucht. Die funktioniert ohne Stützen, ohne Schnüre, ohne Stress. Tipptopp in der Zeit. Ohne Stützen, ohne Schnüre, ohne Stress. 90 Sekunden aufgebaut, ist super leicht, wiegt unter 4 Kilo, hat keinen hässlichen Kasten am Fahrzeug. Das Wasser läuft einfach ab, es bildet sich kein Wassersack und hält natürlich auch ordentlich Wind aus. Da ich sie hier nicht aufbauen kann, wollt ihr das mal sehen? Ich hätte mal ein Video. Obacht! Passiert einfach. Hab's schon ein paar Mal gesehen. Das ist die Camper & Go Markise. Zum Abschluss hätte ich noch ein paar Kundenbilder. Denn meine Kunden sind einfach die geilsten. Ich habe das vor einem Jahr vorgestellt und die haben einfach eiskalt ein halbes Jahr drauf gewartet und mich trotzdem bezahlt. Mega geil. Und das
sind mal vier von Ihnen. Ja, super, herzlichen Dank. Jetzt würde mich, du musst das Mikrofon jetzt in der Hand behalten, denn jetzt wird es gleich ernst. Erlaub mir noch eine Frage. Jetzt bist du hier, du stellst uns das Produkt vor, du willst natürlich neue Kunden finden, das verstehe ich. Was gibt es denn, was du dir von dieser Show erwartest? Was willst du denn mitnehmen? Hast du noch irgendwo Probleme, brauchst du Hilfe oder eine Show? Sollen wir dir einfach mal 500.000 aufs Konto überweisen? Nee, 500.000 brauche ich nicht. Das, ich glaube, es ist einfach tatsächlich eine Vertriebsgeschichte, die ich gerne gelöst haben möchte, warum ich das auch sehr schön als Plattform nutze, damit mehr Leute vielleicht noch von der Markise erfahren und das weiß ich einfach. Okay, dann wissen wir Bescheid, Jury. Ihr habt euch alle ein bisschen angeschaut, was es hier ist. Ich habe euch beobachtet, das ist interessant. Wisst ihr schon, wer anfangen möchte mit den Fragen? Ich würde sagen, wir starten das Ganze mal, weil auch das haben wir natürlich zeitlich für euch richtig eingetaktet. Feuerfrei für eure Fragen. Nehmt ihn in die Mangel, Männer. Also, tolle Präsentation, spannendes Produkt. Meine Frage wäre, wie groß ist der Markt, also der Markt für Markisen? Wie groß planst du deinen Marktanteil? Weil, wenn ich das Produkt richtig verstehe, ist deine Zielgruppe Kastenwagen ohne Aufstelldach, aber nicht die ganz großen Kastenwagen. Also, wie groß soll der Marktanteil von dem Gesamtmarkt Markisen sein? Mega krass, das ist ja wie bei Hülle der Löwen. Ich habe keine Ahnung mehr. So, nein, ich habe das Produkt entwickelt, weil ich es selber gebaut habe. Und ich habe es dann einfach mal gemacht. Ich habe es letztes Jahr hier schon mal vorgestellt irgendwo und wollte einfach mal schauen, ob es funktioniert. Das ist alles. Ich habe mir da diese marktwirtschaftlichen Fragen tatsächlich nicht in dieser Höhe gestellt. Danke dir. Ja, hallo, auch vielen Dank für die Präsentation. Ich habe eine technische Frage, was die Befestigung angeht. Ich habe das jetzt bei dir am Wagen gesehen, an der kleinen Kante, die da dran ist. Woran mache ich das fest und wie viel Eigenanteil hat der Käufer da dran? Also wie schwierig ist das für den, das festzumachen? Braucht der Händler einen Monteur dafür oder ist das irgendwie was, was jeder kann? Also grundsätzlich bin ich mal angetreten und wollte einen Shop für Selbstausbau machen. Das ist schon eine Sache, die man selber baut. Ich habe, abgesehen von der Markise, noch Dachträgersysteme jetzt entwickelt für extrem viele Fahrzeuge und sehr viele Adapter für sehr viele vorhandene Dachträgersysteme. Und es gibt auch Adapter für, zum Beispiel einen Kunde habe ich, der hat einen Pferdeanhänger. Der wollte, dass ein Pferd einfach im Schaden steht. Also der hat einen Adapter einfach nur auf seinen Pferdeanhänger geschraubt, geklebt. Aber ja, es ist du und yourself mit Anleitung. Gut, Frage beantwortet? Ja, danke. Wie sieht es mit dir aus? Hast du auch noch was im Petto? Theoretisch war das genau meine Frage, weil ich sehe das auch tatsächlich als schwierig an, das im großen Campermarkt sozusagen unterzubringen. Das ist wirklich ein Dualausbau, dafür sag ich mal, eigentlich eine Nischenlösung. Wenn du es da schaffen wirst, sag ich mal, Leute dazu zu bringen, ihre 30 Kilo Markise vom Auto runterzunehmen, auf deine 4 Kilo Markise zu gehen, wirst du sicherlich wahnsinnig Erfolg damit haben. Aber wie gesagt, du musst auf jeden Fall Ducato Jumper Boxer eine Lösung finden, die selber jeder zu Hause anbauen kann. Das wird einfach so sein. Oder den Montagepartner dann suchen, den du natürlich das übergeben kannst, treue Hände. Weil das ist natürlich ein Produkt, sag ich mal, was sehr gut ist, weil du sagen wir mal, haftungstechnisch nur das Anbauteil am Auto hast, das als Ladung gilt, das ist gut, die Markise wird jedes Mal abgebaut vorm Fahren, alles gut, also von daher wirklich ein gutes Produkt. Ja, wie gesagt, ich sehe das mit dem Anbau schwierig und denke, da wirst du aber sicherlich eine Lösung finden. Wir haben jetzt die 3 Minuten rum, aber wir legen jetzt noch eine drauf, weil wir haben den Redeanteil von dem Herrn nicht eingerechnet, das war unser Fehler, also du darfst doch sehr gerne darauf antworten, natürlich. Danke. Ducato Jumper Dachträger sind fertig. Ich bin jetzt gerade dabei, einfach für verschiedene Fahrzeugmodelle nochmal explizit Videos und Sachen zu machen, dass Leute ganz easy IKEA-mäßig sich die Dinge selber bauen können. Weil ehrlicherweise sind wir auf dem Dach meistens auch individuell. Ja, du willst eine Solaranlage oder du willst 2 Platten, 3 Platten, so, das machen eh die meisten selber. Und dann, ja, wir sind hier auf der CMT, hier gibt es sehr viele größere, weiße Wagen, sag ich mal. Es gibt aber auch diese ganzen Offroad-Jungs. Und bei denen zählt erstens das Kilo, das ist auch auf dem Dach. Ja?
30 Kilo von dieser mega geilen 250 Grad Markise ziehen halt an so einem Tag ein bisschen anders als 4 Kilo. So, das sind tatsächlich die Bereiche, auf die ich mich fokussiere. Du, wir haben, wie gesagt, wir haben ja hier auch nochmal die, ich sage jetzt mal, die Klassensprecher der Influencer sitzen, die sich das natürlich auch mal akribisch anschauen. Ja, weil sie sind alle hier und das finde ich richtig klasse, dass ihr da auch alle mit dabei seid. Habt ihr auch noch eine Frage, wie wir ein bisschen in Schwitzkasten nehmen? Hättest du eventuell auch die Idee im Kopf, das Ganze beispielsweise Weißware, da Halterungen, hast du da irgendwas im Kopf? Ich sage jetzt mal, ich komme ja ursprünglich mal aus dem Wohnwagenbereich und da ist halt immer das Thema Markise, ja, nein, Gewicht ist da ein Riesenthema und da wäre das natürlich eine super Idee, wenn du da eine Möglichkeit hättest, das beispielsweise in einem Keder oder irgendwie anzudocken, dass man das da schnell einhängen kann. Hast du da irgendwas im Kopf? Ich habe eine ganz, ganz grobe Richtung im Kopf, wo ich entwickeln möchte, aber das ist tatsächlich ein bisschen schwieriger und ich wollte jetzt das erstmal so fertig machen. Aber es ist auf meinem Zettel, genauso wie ein Aufsteller ist auf meinem Zettel, habe ich noch keine Lösung. Kommt hoffentlich, wenn der Rest mal irgendwie so ein bisschen abgeschlossen ist. Wir haben noch eine ganz kurze Frage von Tobi. Also ich höre eben von den Kollegen jetzt zuschauen mit 100% einsteigen. Alle erhältlichen Firmenanteile, weil ich das Ding echt geil finde. Aber nur, wenn jeder Kunde in Zukunft so ein Sweater kriegt. Können wir dir mal kurz zeigen, was da draufsteht? Ich finde das mega. Darf ich dich mal umdrehen? Habt ihr das lesen können? Hier, nehmt die Stücke aus dem Arsch, wir machen Lagerfeuer. Ein kleiner Applaus für dieses Wetter, das kriegt man nicht, oder? Das kann man auch jetzt einfach so umstellen. Gratuliere. Super, dann herzlichen Dank dafür, für die Präsentation. Und jetzt werde ich dich ganz galant von der Bühne bitten, beziehungsweise stell dich mal hier hinten mit dazu zu uns, bleib gerne bei uns. Vielen Dank. Denn jetzt geht's um die nächste Geschichte. Dein Applaus. Ja, dann geht's auch schon weiter. Passend für mich zum Thema Küche, darf ich den Erik auf die Bühne bitten, Erik Leopoldsberger. Bist du bereit? Ja, grundsätzlich schon. Dann wünsche ich dir viel Glück. Wir sind mehr als Schneidebrett und deshalb komme ich nicht als Erstes. Wir sind mehr als Schneidebrett und deshalb komme ich nicht als allererstes direkt zum Schneidebrett. Wir sind 5 Family Business, 2023 gegründet. Echt überrascht vom Erfolg. Haben eigentlich 35 Produkte in der Pipeline und haben es aber erst geschafft, 15 davon tatsächlich zu verkaufen, weil die Nachfrage uns echt überrascht hat. Unser erstes Problem, in unserem Wagen klafft ein Loch und Platz ist immer ein bisschen da, dann haben wir dafür einen Lückenfüller gesucht, den Markus auch dankenswerterweise schon mal vorgestellt hatte. Den haben wir in Weiß, in Grün, in Rot, mit Kreuz, ohne Kreuz, entweder hast du eine Funktion oder du möchtest irgendwas anderes reintun. Das gibt es mit dem Filzset, damit auch nichts klappert, das Ding ist aus Kunststoff, biologisch abbaubar. Zweites Problem, wie fast alle Camper, die Schubladen sind nicht hoch genug. Wenn du dich benutzt, fällt dir alles dahinter. Unsere Lösung, Befehlstasche, volle Höhe, Ausschnitt, für die Schlösser in Längsrichtung, in Querrichtung, Querrichtung. Jetzt sind die Schlösser und Ausschnitt nochmal besonders schön. Und das Gleiche, nein, nicht das Gleiche. Jetzt bin ich bei meinem Schneiden. Das ist der Gewinner. Oh, das ist schwierig mit dem Mikro. Das ist der Gewinner, Platz 2. Herzlichen Dank. Wir hatten mehrere Sachen eingereicht, das Team hat es ausgesucht, Gott sei Dank das richtige Produkt ausgesucht. Ein Schneidebrett mit abwahrnehmbarem Magnethalter, ein Dresden nur unten. So, du drehst den um, steckst ihn auf die Glasplatte. Meine Stimme nicht laut genug? So. Wir nennen das Ganze Cutting Edge, dann kannst du eben dein Messer immer weglegen und in Ruhe weiter schnippeln, wenn du wieder schnippeln willst. Du hast das Messer, eine schöne Saftkante, du hast ein schönes Griffloch, was du leichter durch das Glas greifen kannst. Das Ding fließt perfekt ab. Nächstes Problem, auch wieder so eine Designer-Gag. Du kannst so 5 cm Sachen reinlegen, da ist 15 cm Luft oben drüber. Unsere Lösung, die Tasche mit Magnetverschlüssen. 4 Schnitt an der Zahl, hält oben fest,
Also gut, ich würde jetzt keinen Hammer und eine Rohrzange da oben ablegen, ne? Aber für Klamotten, die man notfalls mal runterfallen können, reicht es wunderbar. Und du kannst letztlich zu Hause schon packen und packst nur die drei Taschen da oben wieder rein und kannst losfahren. Nächstes Problem, im Kühlschrank hat VW genau zwei Rundungen vorgesehen und die sollen eine Flasche bei Fahrt, bei Bremsen und allem halten. Das klappt natürlich überhaupt nicht. Unsere Lösung, der Freeze, der hält die Flaschen am Platz, verschiedene Flaschengrößen funktionieren und man kann sozusagen damit sicherstellen, dass die Sachen an Ort und Stelle bleiben, egal wie du fährst, über welche Straße. Das ist unser erstes Produkt gewesen und heute noch unser Bestseller. Weiter so, Produkt haben wir natürlich auch. Jetzt müssen wir dich unterbrechen, weil jetzt ist die Zeit rum. Und, nicht mehr. Und vielen Dank für die Präsentation, genau. Das war jetzt ganz schön viel auf einmal. 180 Sekunden. Ja, also mal die liebe Jury. Ans Wort kommen und wenn man natürlich mehr wie ein Produkt vorstellt, reichen 3 Minuten halt nicht. Ne? Nehme ich vielleicht die erste Frage gleich mal, weil geht dann in so die gleiche Richtung. Ich frage jetzt auch ein bisschen andersrum. Weißt du denn, wie viele Grand California auf Deutschland Straßen fahren? Ungefähr 3.500. Okay. Und wenn ich es richtig gerechnet habe, müsste in jedem 10. davon schon ein Teil von uns drin sein. Das stimmt natürlich nicht, weil wir haben so Fans. Wir haben versucht, die ganze Palette zu kaufen. Okay, sehr gut. Vielleicht noch direkt eine Anschlussfrage. Jetzt wissen wir ja auch, dass in Grand California nicht nur Original-VW-Produkte sind, sondern die Küche ist ja auch von dem Zulieferer. Ja. Kennst du da so die Marktchancen für euch? Also was gab es da raus? Wie viele Herde von Dometic verkauft werden, weiß ich tatsächlich nicht. Was ich auch noch nicht habe, sind die Skizzen von den Schnitten auf den Gasfeldern. Weil die sind sehr individuell, da scheint jeder Wohnmobilhersteller was anderes haben zu wollen, was es uns natürlich total leicht macht, auf jeder Rückseite das Ding neu zu fräsen. Aber wir sind ja guter Dinge. Wenn wir den Grand California-Markt gesättigt haben, nein, vielleicht ein bisschen früher, steigen wir dann auf die nächsten Hersteller. Vielen Dank. Mich würde mal interessieren, also es schließt sich ungefähr schon an den Fragen von Max an. Diese Art Küche, wo das Brett drauf passt, wie viel Marktanteil hat die bei Dometic? Oder weißt du das, wie viel das sind? Nee, aber das wird mir auch so sehr. Ist das die Küche, der Herd, der hauptsächlich verbaut ist oder nicht? Oder ist das. Also nach meiner Recherche gibt es offensichtlich kein hauptsächlich. Ja, also der Grand California hat dieses Muster, der Grand Canyon hat es schon wieder so verdreht, ja, um 45 Grad. Dann ruft ein Kunde an oder schickt eine Mail, da kann ich das bei mir einbauen, ich sage, schick mal ein Foto, das ist wieder komplett anders. Von daher, wenn man mal so einen Katalog hätte, am besten mit den bemaßten Zeichnungen, dann können wir einen Schritt weitermachen. Zurzeit ist das so einzeln, Trial and Error. Ja, okay, dafür ist es ja auch ein neues Produkt. Gibt es denn, wie viele unterschiedliche gibt es denn? Wenn man die Dometic-Modellung durchguckt, der ist ja mehr so für den Ausrüster, als da ursprünglich für mich gedacht, ja. Okay, danke. Du hast ja gesehen, wir hatten noch mal ein paar mehr Produkte und die haben uns natürlich dann auch nebenbei noch gekümmert, nicht nur ums Brett. Ja, danke für deine Präsentation, war sehr aufschlussreich. Ich als Tüftler sehe das Brett und sage mir sofort, oh mein Gott, ein Teil für ein Kochfeld, das geht nicht. Denk über modulare Bauweise nach, ein Standardteil, was du unter ein Brett schrauben kannst, was vielleicht der Kunde sogar positionieren kann auf dem Rost und das mit dem Brett dann zusammenbringen kann. So würdest du natürlich eine riesen Vielfalt an Kochfeldern erschlagen, ohne jetzt jedes Mal auf jedes einzelne Brett, weil glaub mir, irgendwann, wenn du größer wirst, wirst du das Problem auch im Versand bekommen, dass man doch mal vielleicht das falsche Brett greift oder so und rausschickt. Okay, das skizziere ich gleich mal. Dann. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank dir. So, dann kommen wir zu unserem dritten und letzten Pitch. Also alle, die auf leckere Semmeln, frisch aus dem Ofen, noch die schnelle Tiefkühlpizza oder leckere Kuchen am Nachmittag stehen. Fabian Mauri, unser dritter Pitcher. Und wie gesagt, den Namen von dem Produkt kennt ihr gut. Dann übergebe ich dir das Mikro.
Wenn du Hilfe brauchst, wenn ich es halten soll, sag Bescheid. Auch nur 3 Minuten. Have fun. Schönen Dank. Ja, dann starten wir doch direkt. Mein Name ist Fabian von Groove Camping und das hier ist Horst, der multifunktionale Campingofen. In erster Linie ist Horst ein Backofen, den man einfach auf sein Campingkocher draufstellen kann. Es ist egal, ob es ein Kartuschenkocher ist oder ein versenktes Gaskochfeld, für seine Bauform passt er auch nahezu jeden Campingkocher. Das Gute an Horst ist, er hat nämlich einen großen Garraum, ähnlich wie zu Hause, ein bisschen kleiner. Wir haben 26x26 cm. Dadurch kann man mit ihm unterwegs backen wie zu Hause. Egal ob Auflauf, Brot, Brötchen oder auch eine Tiefkühlpizza, selbst die passt da rein. Also es sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Aber damit nicht genug, denn Horst ist nicht nur ein Backofen, sondern in wenigen Angriffen ist er auch umgebaut. Mit Mikro, genau. Und dann haben wir einen vollwertigen Grill. Wir drehen den Deckel einfach um, der normalerweise zum Verschließen ist. Backofen-Start ist. Jetzt können wir auch hier unten in die Bodenplatte die Holzkohle reinlegen. Dann kommt noch der Grill raus oben drauf. Und schon kann gegrillt werden. Und wenn wir den Grill raus weglassen, können wir Horst auch als Feuerschale nutzen. Somit haben wir 3 Funktionen. Wenn sich jetzt einer denkt, na, ich grille aber lieber mit Gas, auch dafür haben wir eine Lösung. Wir haben noch eine spezielle Bodenplatte, die wird einfach mit der Nummer 1 ausgetauscht und dann kann man zusammen mit Horst und seinem Campingkocher einen Gasgrill bauen. Ja, wenn man Horst doch nicht braucht, dann ist er nicht durchgehend mal am Kochen, von daher muss man den nochmal wegpacken. Ist er sich super platzsparend verstauen. Durch sein einfaches Stecksystem ist er innerhalb von einer Minute auf- bzw. abgebaut und hat danach nur noch Maße von 28x28 cm und eine Höhe von 6 cm. Das heißt, er passt in so eine Tasche hier wunderbar rein und kann dann schön verstaut werden. Hergestellt ist Horst aus rostfreiem Edelstahl. Dadurch ist er sehr langlebig, leicht zu reinigen und nach einer Campingreise kann man ihn auch einfach in den Geschirrspüler einstellen. Ja, das ist Horst. Genau. Die 20 Sekunden schenkst du uns. Ich schenke euch die 20 Sekunden. Das ist doch cool, Fabian. Ich danke dir. Jetzt hatte ich schön, einfach 20 Sekunden mehr Zeit. Genau. Ich würde sagen, geben wir doch gleich die Jury. Damit kriegst du dann 4 Fragen von uns. Also erstmal eine super Präsentation, vielen Dank. Schönen Dank. Wie viele Wettbewerber gibt es denn für dich? Also wie viele so Produkte, die so etwas Ähnliches und Gleiches machen, gibt es denn auf dem Markt? Und warum glaubst du, dass dein Produkt, dein Horst, noch besser ist als die anderen? Also konkret Produkte, die jetzt einen Backofen darstellen, sind mir 3 bekannt. Zum einen diesen Omnia-Ofen, den wahrscheinlich viele kennen. Da gefällt mir persönlich, also ich bin auf die Idee gekommen, diesen Ofen zu entwickeln, weil das, was es auf dem Markt gab, hat mir nicht zugesagt. Entweder hat die Form nicht gepasst, der Garraum war mir zu klein, oder das Ganze war einfach zu wackelig, instabil oder hat dann zum Verstauen einfach zu viel Platz weggenommen. Und dadurch bin ich dann reingegangen und habe das Ganze so entwickelt. Ja. Horst ist im Prinzip der einzige Backofen, der aber auch noch mehr Funktionen mit hat. Wir können ihn als Grill nutzen, als Feuerschale und dadurch sparen wir halt noch mehr Platz. Ich sage, in erster Linie ist es ein Backofen, aber man kann ihn auch als Grill oder als Feuerschale verwenden. Für Grills gibt es natürlich mehrere andere Produkte, auch auf Stecksystembasis. Mein Anliegen war es aber auch immer, das zu nutzen, was man beim Camping eh dabei hat, das ist Campingkocher. Vielen Dank. Ja, hallo. Mich würde interessieren bei steckbarem Grill oder überhaupt diese Technologie, ob es da andere Marktteilnehmer gibt oder generell, ob du schon mal geprüft hast, ob das patentrechtlich zum Beispiel frei ist oder ob es da irgendwas gibt, was noch länger läuft oder was irgendwie. Irgendwas, was nicht da dran oder uns oder irgendjemand da dran hindern könnte, das auch wirklich in
größeren Stückzahl? Also tatsächlich ist es so, ja, das habe ich überprüft. Und speziell auf diese Bauform habe ich ein Patent. Das ist schon angemeldet, das ist schon durch. Und sehr cool. Und das war nämlich auch ein Anliegen von mir zu gucken, weil nicht, dass ich da irgendwie ja, die Idee klaue, die es schon gibt. Das war eine gute Idee. Schönen Dank. Ja, nennt mich Weichei, aber draußen backen im Winter habe ich keine Lust. Ich will das Ding drinnen benutzen natürlich. Auf meinem normalen Kopfhörer im Camper. Geht's nicht. Das funktioniert einwandfrei. Das ist ähnlich wie ein Kochtopf, wenn der Deckel geschlossen ist komplett und man ihn als Backofen benutzt. Natürlich wird das Ganze heiß. Man muss ein bisschen gucken. Ich habe auch einen Standadapter im Petto. Falls er nicht ganz so wackelfrei und sicher stehen sollte, gerade die versenkten Kochfelder, die haben gerne mal so abgerundete Topfablagen. Und dafür habe ich noch einen Standadapter, dass er da auf jeden Fall sicher steht und nicht einfach umkippen kann. Wenn das gute Stück 250 Grad hat, will man das auf gar keinen Fall. Und ansonsten gibt es da überhaupt gar keine Probleme. Also, wunderbar. Dankeschön. Noch eine Frage? Also, eigentlich haben wir schon 20 Sekunden. Ja, wir haben uns ja 20 Sekunden geschenkt, deswegen geht ganz schnell. Vielleicht noch eine Frage nach den Absatzkanälen. Also machst du nur deinen Online-Shop oder wo gibt es das Ding überall? Weil die aktuell ist es Direktvertrieb über einen Online-Shop und soll in naher Zukunft aber auch noch auf Händler ausgebaut werden. Das muss ich erstmal aufbauen. Ich muss aktuell noch eine sichere Lieferkette hinkriegen. Das ist so mein größtes Problem aktuell, aber ich denke mal, das werde ich jetzt auch bald schaffen. Ich nehme die anderen 10 Sekunden. Ja, genau. Wie heiß wird das und wenn ich es wirklich im Camper drin habe? Also ich habe ja Wärmestrahlung, habe nicht viel Platz, habe eine Glasplatte dahinter, die sicherlich Temperatur aushält und so. Aber wie heiß wird das und wie? Also gibt es wirklich kein Problem innerhalb des Campers? Also, ich selber benutze den im Camper, einige andere Leute benutzen den auch im Camper. Man kriegt problemlos 250 Grad da rein, also es hängt natürlich vom Campingkocher davon ab. Ich habe da auch schon 350 Grad drin gehabt, aber das dann vielleicht nicht mehr im Camper, sondern eher draußen. Wenn der sicher steht auf dem Herd, natürlich strahlt er nach oben hin Wärme ab, da muss man eventuell irgendwann ein bisschen gucken, wie sieht das mit den Oberschränken aus, wie verhält sich das. Aber ich sag mal, wenn man einen Kochtopf richtig anfeuert oder eine Bratpfanne, da strahlt genauso viel Wärme ab. Wenn man jetzt einen Omni-Ofen benutzt, ist es im Prinzip auch nichts anderes. Also von daher gibt es da aus meiner Sicht keine Probleme und mir ist auch bisher nicht bekannt, dass es da Probleme gibt. Okay, danke. So, jetzt hast du es wirklich geschafft. Wunderbar. Fabian, ich danke dir. Ja, danke auch. Nochmal einen großen Applaus für Fabian. Vielen, vielen Dank. So, jetzt haben wir alle drei Pitches hinter uns, ihr habt die drei Produktideen gesehen, super Präsentation und jetzt geht es natürlich daran, den Gewinner zu ermitteln. So, und da würde ich jetzt einmal die Jury bitten, sich zu beraten, in euch zu gehen, wer ist denn euer Favorit? Ihr kriegt noch einen Zettel mit zum Abstimmen, ja, mit Stift, ganz analog zum Ankreuzen. Parallel dazu natürlich auch unsere zwei Klassensprecher. Die beratschlagen schon wie wild. Ihr kriegt einen Zettel, weil ihr habt eine Stunde. Genau. Ich und dann seid ihr natürlich alle, die hier sind und auch die, die im Livestream das hier mitverfolgen. Ihr seht hier oben den QR-Code, den könnt ihr abscannen, dann kommt ihr direkt zur Abstimmung des Gewinners. Parallel dazu, ihr könnt auch einfach campfireideen.de/finale eingeben für die Leute, die am Livestream sind. Macht alle mit. Es sind ungefähr 5 Minuten, Markus. Es sind sogar ganz genau 5 Minuten. Genau. So lange läuft die Abstimmung. So lange läuft die Abstimmung. Das heißt, ihr könnt ja gleich mal gucken. Ich hoffe, ihr seht das mit dem QR-Code. Ansonsten, wie gesagt, die Domain eingeben. Finale ist ganz wichtig. Finale. Ich lasse den QR-Code noch da. Ich möchte aber trotzdem noch eine kleine Chance nutzen. Ich weiß gar nicht, ob er da ist. Ich habe ihn noch nicht wirklich gesehen gerade. Ist der Roman hier, der seine Baupläne eingereicht hat? Ist der hier, vor Ort? Da ist er. Da ist er. Wo ist er? Du kommst mal bitte zu uns auf die Bühne. Warum? Stellvertretend für alle Erfinderinnen und Erfinder
war es uns irgendwie wichtig, den Roman auf die Bühne zu holen. Warum? Er hat uns ein Bewerbungsvideo geschickt und für all diejenigen unter euch, die das nicht wissen, der Roman hat uns ein Video geschickt und hat gesagt, hey, ich finde die Idee so klasse, ich weiß, ich passe da vielleicht nicht so ganz dazu, aber ich hatte da eine richtig gute Idee, ich habe einfach mal einen 3D-Drucker und so alte Sachen entwickelt. Hallo Roman, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Riesen Applaus bitte für den Roman. Und zwar warum? Der Roman hat ja gesagt, naja, und mir war es einfach wichtig, diese Baumwelle zur Verfügung zu stellen. Und damit verdienst du ja nicht mal Geld, sondern du gibst die einfach frei auf den Markt. Und das hat mich so geflasht, weil das ist was, was uns Camper, finde ich, alle auszeichnet oder auszeichnen sollte, was für die heutige Zeit nicht mehr normal ist. Und du hast gesagt, naja, dir ist einfach wichtig, dass das durch die Decke geht. Und das wollen wir sehr, sehr gerne unterstützen. Und deswegen habe ich es jetzt einfach nur mal exemplarisch hier mitgenommen und einfach nur mal mehr oder weniger symbolisch. Aber wir würden dich gerne unterstützen mit Campfire der Idee, das heißt, Plattform zu benutzen, genau solche Ideen wie dich dort zu pushen, immer wieder über dich zu berichten, zu schauen, was hast du alles. Und das wollte ich eigentlich nur symbolisch, oder wir, entschuldigen, wollten das symbolisch überreichen, weil wir diese Einstellung richtig klasse finden. Und wenn wir alle so eine Einstellung am Tag legen, dann wird es richtig schön in der Camper. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist wirklich eine klasse Geschichte. Erzähl ganz kurz, was hast du so für blauen Blende drauf? Was ist so der heiße Shit? Was geht am besten in den Download-Zahlen? Ja, ich habe bei mir angefangen mit dem Schulregal. Das ging vor 2,5 Jahren, wo Corona im Endeffekt losging. Dachte ich, hocken alle hier daheim, haben nichts zu tun. Gebe ich auf meinem Plan raus und das ist dann relativ schnell losgegangen. Bin jetzt aktuell noch ein bisschen an zwei, drei anderen Sachen dran. Mir ist halt immer wichtig, dass es relativ einfach mit einfachen Werkstattmitteln eigentlich zu bauen ist, weil es macht keinen Sinn, dass ich hier das CNC kaufe und dann das Zeug halt mache. Von dem her schaue ich halt immer, dass ich grobe und kleine Bauplänge halt. Und da habe ich schon die erste Challenge für uns beide. Dann werde ich versuchen, mal eine Sache von dir nachzubauen. Das wäre doch mal witzig, oder? Die ein oder anderen, die mich kennen, die wissen, dass ich handwerklich nicht so begabt bin. Aber genau, tu dir nicht weh, sagt der Tobi. Aber das würde mich reizen. Nein. Roman, herzlichen Dank dafür nochmal, dass du das so zur Verfügung stellst. Riesenapplaus nochmal für Roman. Und ich guck mal, was dir geht, bis es so macht. Ja, Markus, ich hab mir noch was. Es gibt Leute, die sind schnell. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Seid ihr fleißig am Abstimmen? Das will ich doch hoffen. So, ich gehe mal davon aus, unsere drei Finalisten, Anspannung steigt sicherlich. Wer wird es gewinnen? Um das ein bisschen zu... Damit die Nervosität ein bisschen runtergeht. Genau, haben wir noch was zu verkünden. Und zwar konnten wir unseren Partner EcoFlow dazu bewegen, im Endeffekt für alle drei Finalisten je eine EcoFlow River Max zu sponsern. Also da kriegt jetzt jeder eine mit nach Hause von unseren drei Finalisten. Jetzt haben sie es eigentlich mitgekriegt. Jetzt haben sie es gar nicht mitgekriegt, der eine ist schon im Interview, das ist der Wahnsinn. Fabian, du hast noch den EcoFlow gewonnen. Kommt mal alle drei auf die Bühne. Ihr müsst sowieso gleich auf die Bühne kommen, weil es geht ja eh gleich weiter, das ist ja hier alles. Ja, war gleich ein Interview so, ne? So, Markus, wie schaut's aus? So Leute, ja, ihr habt genügend Zeit geschunden. Wir haben jetzt noch 30 Sekunden für die Abstimmung, Leute, die noch nicht abgestimmt haben. Ihr könnt jetzt noch fertig abstimmen. Also auch die uns live zuschauen, ihr könnt auch tatsächlich abstimmen. Wir hoffen, ihr habt es getan. So. Und jetzt ist es so. Ich schaue nochmal schnell und erkläre euch nochmal, wie das Ganze funktioniert. Wir haben also jetzt in Summe 5 Stimmen. Warum 5? Wir haben einmal von jedem Jurymitglied eine Stimme bekommen. Herzlichen Dank dafür. Wir haben von den Klassensprecher der Influencer eine Stimme bekommen. Und wir haben von euch eine Stimme bekommen. Und seid ihr aufgeregt? Meine Damen und Herren, ich habe den Gewinner, ich weiß ihn schon. Und es ist, wir hatten Angst, dass wir eine Pattsituation haben. Die haben wir nicht. Wir wissen, wer der Gewinner ist. Und zwar ist es der Horst. Horst, herzlichen Glückwunsch! Fabian, herzlichen Glückwunsch von unserer Seite. Das ist wirklich klasse. Aber uns
uns ist ganz, ganz wichtig, dass alle was davon haben sollten. Deswegen würde ich auch ganz gerne bitte alle Erfinderinnen oder Erfinder, die mitgemacht haben, nochmal auf die Bühne mitnehmen, damit ihr mal sehen, was alle hier drauf haben. Wir haben schon gesehen, also ihr dürft ja nicht traurig sein, denn ich habe noch eine Geschichte zu verkünden. Mir wurde schon von einem Juror mitgeteilt, dass wir einen zweiten Deal haben, mit dem haben wir gar nicht gerechnet, aber genau darum geht es heute bei dieser Show. Denn der Max hat mich vor auf die Seite gebeten und hat gesagt, hey, der Typ mit dem Markisen, der gefällt mir. Ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht in Kooperation gehen und wir die Sachen montieren. Müsst ihr dazu kurz was sagen? Ja, also herzlichen Dank. Ja. Also erstmal war es tatsächlich auch eine sehr geile Präsentation, vielen Dank. Also ich weiß nicht, ob du es weißt, aber wir bauen ja auch unsere eigenen Aufsteller hier für Endkunden auf, haben also eine Werkstatt, haben eigentlich auch ein Werkstattnetz und nachdem ich jetzt vorher verstanden habe, dass vielleicht jemand mit zwei linken Händen sich ein bisschen schwer tut, den Dachträger selber zu bauen und auf der Homepage steht ja auch, du nimmst keine Haftung, aber vielleicht trauen wir das, oder ich traue es auf jeden Fall unseren Jungs in der Werkstatt zu und lass uns nachher mal quatschen, ob wir das irgendwie hinkriegen, dass wenn jemand das möchte und sich nicht selber zutraut, dass wir das dann eben in unserer Werkstatt aufbauen. Leute, ich finde, das ist Wahnsinn. Genau deswegen machen wir es hier. Genau so soll das sein. Und die Ereignisse überschlagen sich gerade. Ich bin gerade überwältigt. Wir haben noch ein bisschen Zeit, denn wir haben noch einen zweiten Deal, der jetzt noch zugetragen wurde. Also es ist wirklich Wahnsinn, aber deswegen auch ganz wichtig. 14 Uhr geht es weiter, dieses Netzwerk, diese ganzen wunderbaren Menschen, die diese ganzen Erfindungen eingeschickt haben. Von der Toilette über den Haartrockner, da sind so tolle Sachen dabei. Ihr müsst euch das wirklich anschauen. Da können wir noch ganz viele Deals mehr schließen. Genau deswegen sind wir heute hier und Tobi, du hast auch noch keinen Deal. Danke, Herr Marschmeier. Herr Wolf, den muss man loswerden, oder? Ich möchte auch jemanden nicht heiraten. Ich würde gern bei California mich ein bisschen unterhalten näher. Weil wir haben gute Kontakte in die Branche und sowas, was du hast, braucht jeder Kinder. Lass uns dann einmal zusammen connecten, wie man heutzutage so sagt. Also echt geil. Das ist alles authentisch und ehrlich. Könnt ihr davon ausgehen, bei uns wird nichts geschoben und gelogen. So ist es. Wir halten euch am Laufenden. Vielen Dank dafür. Und deswegen ist es mir so wichtig, weil wir so viele tolle Entdeckungen und Erfindungen haben. Wir können die leider gar nicht alle hier bei dieser Show vorstellen. Aber ihr seht, wie viele Menschen hier auf der Bühne sind. Ich finde allein, was dadurch bewegt wurde, das ist klasse. Und das habt ihr mitbewegt. Ihr natürlich ganz in erster Linie, weil ohne euch würde das alles nicht funktionieren. Und ich freue mich total darauf, mit euch allen, um mich auszutauschen, dass wir uns alle treffen ab 14 Uhr im Wohnzimmer in Halle 8. Und jetzt weiß ich nicht, ob er da ist, der Alex von der Messe hier. Den würden wir nämlich auch noch mal ganz gerne auf die Bühne bitten, aber der ist wahrscheinlich gar nicht mehr da. Wir wollten uns aber ganz herzlich auch bei der Messe bedanken, natürlich, dass wir überhaupt diese Chance bekommen haben und diese Plattform hier bekommen haben, ne? Genau, weil sonst würden wir hier gar nicht stehen. So ist es. Und dann natürlich bei der Firma Egoflow, logischerweise, die uns wirklich drei Powerstations hingestellt haben für die drei Finalisten. Und zuletzt auch Cap Nation, die uns, sagen wir, orga-mäßig unterstützen. Und in letzter Konsequenz hättet ihr alle stehen müssen, wenn die uns nicht unterstützt hätten. Vielen Dank dafür. Genau, herzlichen Dank an alle, die da mitgewirkt haben. Auch herzlichen Dank an die Jury. Genau, das wollte ich gerne sagen. Die liebe Jury, super, dass ihr da dabei seid. Ihr seid ja auch heute Nachmittag noch mit dabei. Steht ja auch als Partner zur Verfügung für euch, wenn ihr da Fragen habt, wenn ihr da Kontakte braucht. Und ich glaube, wir können da echt was ins Leben rufen. Ich bin total gespannt, was sich daraus noch entwickeln wird. Wir haben auf alle Fälle beschlossen, dass wir da weitermachen wollen. Zusammen mit euch allen. Wir werden diese Plattform am Leben halten. Wir freuen uns schon auf die nächsten Shows, die wir mit euch zusammen machen. Und deswegen sagen wir jetzt an der Stelle an euch, an uns, an euch alle herzlichen Dank. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Messe. Und wir sehen uns am 14. Uhr. Im Wohnzimmer Halle 8, ein Kaltgetränk und viele tolle Netzwerkgespräche. Viel Spaß noch. Bis dann, ciao.